Heute lasse ich das Bad schwarz streichen und zwar deshalb, weil das sind jetzt ganz alte Fliesen, 80er Jahre. Die Grundierung ist schon drauf, auch der Boden. Und bevor wir die Bäder dann ganz renovieren lassen, also komplett ändern lassen, ist das jetzt meine Interimslösung. So, und das ist jetzt vorher. Ja, nachher erfolgt dann auch bald, ne? So, ist jetzt noch nicht ganz fertig, muss noch eine Schicht drüber, aber I think you get the idea. Seit Tagen regnet es. Jetzt spielen die Kleinen mal miteinander. Kalisa ist gleich abstürzen und runterfallen. Runtergefallen. So, ich bin jetzt in Frankfurt gelandet und muss mir erstmal zu trinken kaufen. Für 4 Euro die Flasche. Schon fast kein Bock mehr. Barbara hat mich jetzt abgeholt vom Flughafen und mir so ein Lunchpaket, Frühstückspaket gemacht. Wie geil ist das denn? Vielen Dank! Ich bin jetzt 2 Monate in Deutschland. Zum einen, um das mit Bosch sauber zu Ende zu bringen. Dann müssen wir unser Zeug packen für den Überseecontainer nach Südafrika. Ja, und dann habe ich noch eine Fortbildung in Wingwave. Auch ganz wichtig. Und natürlich den deutschen Sommer genießen. Ich war jetzt 10 Monate nicht in Deutschland gewesen. Mal gucken, wie der Kulturschock so ist. Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall in Südafrika mehr zu Hause inzwischen. Ja. Deutschland kann auch schön sein. Also toll ist natürlich, dass mein Mann hier gerade ist, dass wir hier zusammen sind. Und die ganzen alten Burgen und Biergärten sind natürlich auch toll. Jetzt hatte ich ja heute meinen ersten Tag wieder bei Bosch. Mein 3-jähriges Sabbatical ist zu Ende gegangen und ich will jetzt mal gucken, ob ich noch einen normalen Job machen könnte überhaupt oder ob ich lieber selbstständig und mein eigener Chef bleiben will. Und es kommt jetzt auch noch ein bisschen drauf an, was sich im Unternehmen ergibt oder auch nicht ergibt, bevor ich meine Entscheidung treffe. Aber sieht dünn aus für Bosch. Also manchmal glaube ich, dass die Leute nicht richtig ticken. Ich sage gerade, oh, die Spritpreise in Deutschland sind ja heftig. Dann sagt eine Bekannte von mir, sie tankt immer nur für 40 Euro. Also für sie bleibt es gleich. Und da habe ich gedacht, ich sage jetzt nichts. Sie soll einfach in ihrer heilen Welt wohnen bleiben. Also mir passieren ja auch nur so Sachen. Jetzt war ich ja die letzten 3 Jahre hauptsächlich in Südafrika und dort sind die Menschen ja sehr viel herzlicher. Das heißt, es wird sich oft mit Umarmung begrüßt. So, jetzt bin ich ja wieder bei Bosch und meinen derzeitigen Chef habe ich noch nicht persönlich kennengelernt bis heute. Wir haben immer nur E-Mails geschrieben. Und jetzt war es so, dass ich natürlich in den letzten Tagen auch immer wieder alte Kollegen getroffen habe. An manche habe ich mich gut erinnert, an manche nicht so gut. Und jetzt war ich vorne in der Kaffeeküche und dann kommt so ein junger Typ auf mich zu mit einem strahlenden Lächeln und sagt: Hallo Vanessa! Und ich gehe auf den zu, nehme den so in den Arm und in dem Moment ist mir dann aufgefallen, dass das mein derzeitiger Chef ist. Das war mir dann schon ein bisschen peinlich. Ja, sehr herzliche Begrüßung. Was mir hier nach knapp 10 Tagen in Deutschland direkt aufgefallen ist, nach 10 Monaten im Ausland, ist, wie wir hier auf Konsum getrimmt sind. Ich verspüre ja auch sofort so eine innerliche Leere, dass ich ständig was kaufen oder bestellen möchte, weil ja, hier dreht sich alles um Konsum. Und das Zweite ist dieses Brainwashing. Es wird hier ja nur Angst geschürt in jegliche Richtung. Also in den Nachrichten, es ist
Es dreht sich alles nur um Angst und Drama und Katastrophe. Das ist sehr, sehr auffällig. Also wenn man jetzt lange Zeit im Ausland verbracht hat, ist das wirklich erschreckend. Warum ist das hier so? Schaffe, schaffe. Mein Mann ist so fleißig, ne? Heute habe ich nach 13 oder 14 Jahren bei Bosch gekündigt und ich fühle mich sehr, sehr frei. Es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, die Kündigung zu schreiben, weil es gab ja durchaus auch schöne Zeiten. Aber ja, jetzt habe ich wirklich den Cut getan. Und ja, ich darf natürlich auch viel früher raus, als ich müsste. Eigentlich ein halbes Jahr Kündigungsfrist, aber ja, spannend. Ich bin jetzt endlich frei. Oui. Bad Wildbad ist im Schwarzwald. Ich muss wirklich sagen, der Schwarzwald ist so wunderschön. Och, was bin ich dankbar, dass ich die Weiterbildung hier machen darf. Das sind sogar die sieben Schwaben.